Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jawohl. Wir gehen wieder in den Dungeon. Wir brauchen unbedingt noch einen Dünger für unseren Kunden. Und ich habe irgendein Item vergessen, oder? Na, wir hatten nur einen Auftrag, ne? Ja. Wir brauchen unbedingt noch einen Dünger. Ich hoffe, wir haben Glück. Da, da, da. Das wäre schön. Ein Dünger für uns. Das wäre so schön. Ich glaube, das wäre famos. Dann kriegen wir ganz viel Asche. Lala. Zack, zack, zack. Mit einem Dünger. Einen Dünger für mich. Einen Dünger für mich. Und für unsere Kundschaft. Ach, wäre das fein. Denn dann hat es schön zerlegt. Kannst du sagen, was du willst? Dann hat es echt schön zerlegt. Was haben wir denn da? Ein Briefelein. Ja. Die merkwürdigen Farbvarianten der Wachen, die es hier gibt, halten viel mehr aus als ihre weniger bunten Kollegen. Aber nur durch sie kommt man an den ermächtigten Kristalle heran. Ermächtigte Kristalle? Heißen die so, ermächtigte Kristalle? Ja, okay. Das sind die. Zack, zack. Zack, zack. Da ist weit und breit nichts. Ja, da geht's runter. Oh, Buch. Okay. Merken, da gibt's Buch. Da ist ein Buch zum Holen. Ein Buch für uns. Da ist ein Buch zu holen. Später, wenn wir wissen, wie es weitergeht. Na, ich wollte da nicht runterfallen. Ach du Heilige. Ich will den Busch zerstören. Mit ja. So. Dann schauen wir da oben hin. Aha, da glitzert's, da geht's runter. Das ist aber schon. Da gibt's vielleicht was Tolles für uns. Und Heureka! Ja. Aber ich fürchte, ein Düngerchen war noch nicht dabei. Nein, schade. Vielleicht wird's ja noch. So. Zack, zack. Dann kann unser gesuchtes wertvolles Dingens ja nur noch in dieser Richtung irgendwo sein. Einmal heilen brauchen wir nicht, dann gehen wir nach unten zuerst. Ui, das ist eine böse Truhe. Yes, es na. Du scheiß Truhe. Gestorben. Wow. Alter. Ah! Ja, passt schon. Mach meinen Tag kaputt. So, jetzt aber. Du Mistviech, du Dreckerts. So. Puh, das war unschön. So. Haben wir hier unten was Tolles? Nein. Dann gehen wir wieder weg. Tralalalalala. Haben wir hier was Neues? Nein. Alter. Alter. So, jetzt ist er hier. So, der hat leider auch nicht das gewünschte Item für uns. So, dafür ein Haufen Schwammerl. Da haben wir den Eingang, den wir suchen. Da ist nichts gut. Jetzt gehen wir das Buch holen. Dann ergreifen wir ganz flink die Flucht. Ah, hoppala, da oben ist noch ein Raum, den habe ich vergessen. Entschuldigung. Mehrere Räume sogar. Da. Du Knilch.
Genau, haben wir ein Schwein. Wir haben ein Schwein. Schwein, Schwein, Schwein. Wir haben Glück. Okay, da ist nix. Passt. So. Autsch, Autsch, Autsch. So, einmal heilen noch. Haben wir ein Schwein? Wir haben die 5 Dünger, die wir brauchen. So. War das jetzt hier, glaube ich, ne? Da oben. Ah, ich da. Nein, nicht da oben. Weiter oben. Wie das ein Smiley sein soll, der Raum hier, ne? Voll lieb irgendwie. Hier war es, glaube ich. Ja, da ist er. So. Ah, der hat super Platz. Wir könnten aber auch eigentlich komplett abhauen. Warum eigentlich nicht? Weil es bringt sich eigentlich, hoppala, es bringt sich eigentlich nichts, wenn wir jetzt die nächste Ebene betreten. Wir sind voll wie ein Christbaum und wir müssen sowieso handeln. Also ist das jetzt eigentlich wurscht. Ah, es ist Nacht. Ist auch wurscht, wir gehen schlafen. Dann ist es Tag und dann passt es schon. So. So. Würde ich vorschlagen, weil wir brauchen eh Geld. Obwohl, einmal könnte man noch. Einmal würde es wirklich noch gehen. Das wollte ich gerade überhaupt nicht. Sind wir wirklich so voll? Voll, voll. So, dann hier rüber noch. Nein. So. Dann könnte man theoretisch wirklich noch die Nacht fertig machen. Also sprich einmal noch den Dungeon. Und dann verkaufen, weil es ist eh Nacht. Von der Zeit her müsste das passen, ja. Ja, warum eigentlich nicht? Ich studiere gerade. Warum sollte man das nicht machen? Und wie wir das machen, wie wir das können. Rein da. Flutsch. Einmal Sackerl voll machen wir noch, dann sind wir komplett pleite. Und dann werden wir handeln. Wieder. Ja. So. Hoppala, falsche Waffe. Hoppala. So. Das ist eigentlich für nichts, oder? Das Blatt, ja. Zack. Boah, der hat. Also, der war anständig jetzt, der Schaden. Das war auch nicht schlecht. Hä? Wie ist denn der jetzt verreckt? Ist der jetzt zu randig gestanden oder wie? Lustig. Sollen wir da unterstützen? Ist nix, okay. So, du zuerst. So, gib mir deine Beute. Ach, wow. Okay, da geht's runter. Wieder ein Buch, gut zu wissen. Erst werden wir uns gleich dann holen gehen. Alter. Na, so. So, muss das ausschauen. So, dann gehen wir uns zuerst die anderen Richtungen ab und dann holen wir uns das Buch. Bam, 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 bam. Okay, da haben wir das sowas. Heilen ist noch nicht muss, können wir darauf. War jetzt schon ein bisschen wenig. Ehrlich gesagt.
Wow, ich hab's aber bekommen. Haha, das nennt man Skill. Na, Spaß. Okay, hier haben wir den zweiten Bereich. Der ist uns aber wurscht. Weil wir werden wahrscheinlich wurscht, sagen wir mal so. So, platsch, platsch. Wahrscheinlich ist uns wurscht, wie schauen die Taschen aus. Ja, könnte vielleicht was werden. Dass wir auf den zweiten, die zweite Ebene brauchen. Um voll zu werden. Sehr gut. Du Schwammerl, du. Na, hau doch drauf. Unglaublich. So. Geht ja. Haben wir hier was? Nein. Haben wir da was? Nein. Haben wir hier drin was? Ja. Und wieder Dünger. Super. Haben wir mehr als genug Dünger. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Sehr gut. Und nächster Raum. So, her mit deinem Strip. Wow, das wollte ich gar nicht sagen. Oh, der hat gut getroffen. Der hat die gute geträumt. Ist da was Gescheites? Nein. Zack. Wow, okay, da ist was. Oh, schön. Und hoch. Hoppala. So, danke schön. Also das war jetzt lustig wieder. So. Sehr gut. Da war nichts drin. Da war auch nichts drin. Okay. Dann gehen wir das Buch holen. Wie viel Platz haben wir noch? Zwei. Ja, das zahlt sich aber nicht aus. Da ist noch extra eine zweite Ebene anzuschauen. Also das hatte ich schon. Ich habe mich gerade gewundert wegen dem Fragezeichen, was da ist. Alles gut. So, schwupp. Jetzt gehen wir noch das Büchlein holen und dann passt es. Das war jetzt. Was ist da drin? Ich und mein Hirn. Ja. Mein Kopf, mein Kopf. Lala. Oh, ruck. So, dann passt das wieder für. Heute. Also mit dem Dungeon halt, ne? Nein! Herrschaftszeiten! So! Und tschüss! Sehr brav! 32 Gegner haben wir besiegt. Das ist nicht wenig. Mhm. Es ist auch Tag obendrein. Das ist wunderbar. Jetzt können wir nämlich endlich wieder Handel treiben. Das wollte ich doch gar nicht. So. Okay. Das zu dem. Da machen wir hier mal alles voll. Den Trank hätte ich mir jetzt eigentlich im da lassen können. Aber ich brauche ja Platz. Ne? Wir haben kein Geld. Wir haben nichts Geld. Dann brauche ich Trank auch keinen machen. Warte, bevor ich hier... Nehmen wir mal zuerst da. Wo hätten wir denn? Da hat man ein Zehner-Stack. Da hätten wir sowas. Wir brauchen auch auf jeden Fall den Dünger hier mit. So wie das hier. Na, nicht sowas Einzelnes. Das hier brauchen können wir mitnehmen. Das, das und das und das und das und das. Das, 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 das. Das. Alte Knolle. Das. Dieses.
Das hat nicht mehr Platz. Vielleicht sollte ich sowas wie alte Knolle und das aufbewahren. Ah, ist schon gut. So, dann füllen wir hier mal auf. Ja. Nein, das darf ich nicht geben. Das können wir geben. Aha, das hatten wir überhaupt noch nicht. Den modifizierten Samen. Ah, mal auf 500. Ich muss sowieso die Preise überprüfen. 300, 400 wissen wir noch nicht. Wissen wir auch noch nicht. Was haben wir da drüben? Da wollte ich eigentlich... Nein. Herrschaftszeiten. Da ist eigentlich mit 27, glaube ich, ne? 150. Okay. Dann können wir hier das Buch uns noch anschauen. Mit 5000 sind sie zufrieden. Ich bin so mit 6000. Und die Schwammel da drüben. Die will irgendwie auch keiner haben. Ich wollte es jetzt eigentlich mal mit 500 probieren, das Stück. Weißt du was, übertreiben wir's, oder? Übertreiben wir's einmal, ganz schamlos. So, haben wir hier für hier drin irgendwas? Wie viel ist das wert? Na, Gottes Willen. Na, lieber nicht. Machen wir mal auf hier. Hallo, und das erste, was reinkommt, ist ein Dieb. Ist eh klar. Na, du Gauner. Und hab dich. Du Schuft. So. Jetzt überlege ich gerade. Habe ich mich jetzt gerade vertan? Sollte dann... War das nicht hier? Wahrscheinlich schon zu spät gewesen, oder was? Boah, das wäre jetzt aber übel gewesen. Noch ein Dieb. Tut mir leid, ich musste den Dieb jetzt zuerst, ne? Ist das eigentlich zu billig mit 300? Ich übertreibe mal. So. Hat das jetzt wirklich jemand mit 6000 gekauft? Ich bin gerade überfragt. Danke für den Einkauf. Ich glaube, die eine habe ich verhaut. Wie es ausschaut. Die eine habe ich beinhart verhaut. Hier mit dem Dünger. Hm. Hm. Das wollte ich eigentlich nicht. Naja. Ui, da ist jemand sauer. Da habe ich es übertrieben mit dem Preis. Ich glaube, 300 war doch okay. Ups. Dankeschön. Oh, was haben wir, wen haben wir denn da? Modifizierter Samen. Könntest du innerhalb von 3 Tagen 5-mal modifizierten Samen bringen? Haben wir welchen? 5 Basteln behalten wir gleich auf. Ha! Da. Dann brauchen wir den jetzt so hart suchen. Dankeschön. Dankeschön. Das haben wir zu teuer hergegeben.
zu billig hergegeben, so. Ja, mein Gott. Und hier? 400 war eindeutig zu billig. Machen wir es mal mit 600, schauen wir mal. Ui, da ist er zornig. Das ist ihm... Hoppala. Das ist ihm zu teuer. Vielleicht war doch 150 okay. Und? Ui, da ist er auch zornig. Es war ja klar. Ich probiere es mal mit 600. Da können wir gleich was Neues hinstellen. Würde sagen, das da. Ich würde sagen, gehen wir es mal für 400. Schauen wir mal, ob der vierte Preis sich freischalten lässt. Danke. Da ist immer noch sauer. Na wirklich, die sind so wenig wert, die hier. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Ehrlich nicht. Hätte ich nicht gedacht. So. Dum, da, 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 dum, 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 dum. Danke. Bam, ba, da, ba. Okay, das Buch geht auch gut weg. Dafür die Pilze nicht unbedingt. Okay, 600 ist immer noch zu viel. Gehen wir es mal mit 400. Da drüben ist jemand verliebt, das ist schön. So. Da können wir gut und gerne nochmal 6000 geben. Danke. Danke. Hab dich, du Gauner. Aber schon schnell weg. Ja, das nimmt er. Das ist gut. Danke. Okay, der Pilz ist immer noch zu teuer. So, 200 vielleicht. Jawohl. Okay, der Samen scheint auch zu teuer zu sein. Probieren wir es mal so. Und, das wollte ich so nicht. So. Ja, da haben wir das Buch genommen. Und dann mal gleich das nächste rein. Na, so. Danke für den Einkauf. Oh, da hat er noch was gefunden. Danke. Ich glaube, das war's. Jetzt können wir theoretisch noch die Knolle hin tun. Und das nochmal. Bei der Knolle wissen wir auch nicht. Ich würde mal sagen, ich nehme mal... Ah, dann nehmen wir einen Tausender. Und... So. Sehr gut, mal schauen. So viel Geld war es jetzt nicht wie letztes Mal, aber... Ich glaube, das war im Großen und Ganzen nicht so schlecht. Heiltrank haben wir gut verkauft. Ermächtigter Kristall. Ja, passt. Diebe haben wir alle gestellt, die waren, glaube ich... Ja, drei haben wir gefasst. Drei waren hier. Ja, ich glaube, das ist okay. Passt. So, gut.
Den Dünger, das habe ich versaut. Bin total verwirrt. Eigentlich. Was ist das denn hier für eine Markierung? Achso, das ist nur der Tag, an welchem wir sind, ne? Der dritte Tag. War ich erst beim ersten? Ich bin jetzt verwirrt. Bin jetzt echt verwirrt. Ich glaube, das ist ein Fehler, oder? Auf jeden Fall versaut habe ich es. Unwissenderweise. So. Zack, zack, zack. Ich dachte nämlich immer, diese Aufträge würden hier markiert sein. So kann man sich täuschen. So, dann nehmen wir das hier alles mal mit und ich stopfe das wieder in die drübere Tasche. So, ist gut. Und dann brechen wir wieder auf, würde ich sagen. Wobei, ich könnte noch vorher einmal beim Schmied vorbeiglupschen, ob wir unsere Stiefel aufwerten könnten. Ja, das geht. Perfekt. Und das machen wir auch gleich. Ja, bitte. Super. Sehr, sehr gut. Wäre nur noch nicht schlecht, unsere Waffe noch zu verbessern. Verzauberung. Gold, wie viel will sie denn haben? 32. Hat die einen Charme, die gnädige Frau? Ja, hat sie. 5 Tränke haben wir, das muss reichen. Wie schaut es eigentlich mit unserer Waffe aus? So langsam habe ich das Gefühl, die macht zu wenig Schaden. Da fehlt uns noch ein Stück Holz. Boah, die macht aber viel mehr Schaden. Schau dir das mal an. 110. Das ist ein Sprung. Ja, das ist ein guter Sprung. Das eine Holzstück werden wir uns noch auf... Oh, verdammt, ich habe vergessen zu schauen, wie teuer das ist. 64.000. Ja, da können wir schon... Oh ja. Da können wir noch einiges verkaufen bis dahin. Mhm. Ja. Wenn man dann die Verzauberung auch noch mitrechnet, das dauert. Gut, dann würde ich sagen, auf in den Dungeon. Ich habe wieder die falsche Waffe ausgerüstet, sehe ich gerade. Den Speer, den Speer. Der liebe Speer. So. Richtige Waffe. Oh, da findet man gleich als erstes mal zum Heilen was, ne? Was man dabei noch gar nicht braucht. Dam, dam. Ram, bam, bam. Hoppala, hoppala, hoppachen. A, 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 B, C. So, nein, nicht unterputzeln. Was willst du? Au, 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 au. So, schauen wir mal. Nein, da ist nichts. Na super, voll ankaut, ne? Oje. Alter, trifft nichts. So, wie jetzt? Der mit den Sachen. Ich will das haben. Ich brauche das. Da schauen wir darunter. Nein, da ist auch nichts. Wow. So. Wow. Zack. Ich werde mir jetzt dann auch vielleicht Waffen suchen oder bauen müssen, die ich vielleicht schneller zuschlagen kann, ich mir gut vorstellen. Da ist auch nichts gut. Weil so langsam ist das nicht mehr witzig.
Zack. Zack, zack. Ah. Zack, zack. Alter. So, her mit dem Zeug. So. Alter, eingesaugt auch noch. Aber jetzt da. Oje, das ist eine fiese Fieslingstruhe. So, ist gut. Ah, wir haben dafür ein paar Tränke bekommen, das ist super. Ich schau mal unten, was Interessantes ist. Nein. Da unten ist nichts weniger als auch als sonst. Zack, 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 zack. So. Dann da, da, da. Alter. Alter. Das ist unglaublich. Jetzt da kurze Türken. Du Viech nervst, aber gewaltigst. Genauso wie du. Alles voll Giftel, echt. Mistviech. Alter. Ja. Ja, das ist das richtige Holz. Sehr gut. Wir können unsere Waffe aufbessern, wenn wir zurück sind. Das ist schön. Also wenn wir das Geld halt dann dafür haben. Ich werde das auch zur Sicherheit gleich mal in eine Truhe packen. Für... Ja, für... Habe ich noch Tränke? Oh Gott. Nein. Ich wollte sagen, ich werde das auch gleich dann in eine Truhe packen, wo wir unsere wertvollen Sachen so fürs Aufwerten unserer Gegenstände drin haben. So. War das jetzt Deutsch? Nein. Für lauter andere Sachen denken. Aber der Part wäre zu Ende, ne? Viel komisches Zeug, das ist Gift, ne? Alter. Bam, bam. Bam, bam, bam. So. Sehr gut. Dann schauen wir mal, was ist. Ja. Ein Buch. Sehen? So nicht, ne? Aber wir haben das, glaube ich, schon entdeckt, ne? Ich probiere einfach mal mein Glück. Wobei, wir könnten aber auch so gut wie abhauen, da wir ziemlich voll sind. Das können wir eigentlich auch machen. Aber ich glaube, na, runter. Ich glaube aber, ich möchte trotzdem gern versuchen, probieren, ob wir nicht in die nächste Ebene gehen sollten, zum Rausporten, wisst ihr, ne? Und dann könnten wir dort weitermachen. Das wäre vielleicht schlauer. Dann porte ich mich hier raus. Dann beenden wir den Part. Und im nächsten sammeln wir weiter. Das wäre, ich glaube, das wäre schlauer. Ich glaube, das wäre schlauer. Weil wir Geld haben wir eh genug. Müsste passen. Ja. Dann aktivieren wir das. So. Schwupp. Und bringen das bisschen, was wir haben, in Sicherheit. Jo. Dann gehe ich noch schnell Tränke brauen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder im Dungeon, weil Geld für unsere Waffe haben wir noch nicht genug. Das kriegen wir dann später zusammen. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und
wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. So, stimmt, das wollte ich auch noch in Sicherheit bringen. So. So, das wollte ich in unsere... Das brauche ich unbedingt, Kiste. Ah, da ist ja auch was drin. Ja, Kreuz, Birnbaum, wo kommt denn das her? Ist das die da, die mittlere? Seit wann ist denn das da drin? Okay. Dann haben wir wieder einiges Zeugs zum Verkaufen bis zum nächsten Mal. Na schön. Wunderbar, freut mich. Ihr Lieben, also dann abermals bis zum nächsten Mal. Tschüssi.